Willkommen zurück, das bei Little Hope. Was hat die Kleine hier ganz allein verloren? Schon komisch. Hat sie was mit Mary zu tun? So muss es sein. Ich weiß nur noch nicht, wie und warum. Zufolge haben wir Angela in der Kanalisation verloren. Wir sind jetzt hier im Museum mit Andrew und John. Fällungsbescheid. Diese Verfügung wurde vom Stadtrat am 17. Tag des Januars im Jahre 692 ausgefertigt. Im Unedisch ordnen wir hiermit an, dass ihr Unedisch 2 KOKT Land, Unedisch am westlichen Fluss und dem grünen Hügel. Alle Behausungen auf diesem Land müssen geräumt werden. Jegliches Vieh und Unedisch werden beschlagnahmt und alle als Tilgung für den alten Vertrag Unedisch. Dies deckt alle Unedisch England entstandenen Kosten für Unedisch. Also das sind 20 Pfund, 7 Schilling und 6 Pence und beendet alle zwischen den Familien. Es ist gestattet, gegen die Verfügung Einspruch zu erheben, muss jedoch im Rathaus vor dem Stadtrat erscheinen, bis in 7 Tagen. Gezeichnet Edward Russell. Da liegt noch was auf dem Boden. Lambert-Verfügung. Diese Verfügung wurde für Joseph Lambert von Reverend Simon Carver ausgestellt, welcher den Stadtrat von Little Hope erredete, dass Lamberts Grundstück aufgrund eines umstrittenen Vertrags eingezogen werden sollte. Solle. Dies sorgte für böses Blut in der Gemeinschaft und man vermutet, dass der Streit mit der Behauptung, den Gipfel fand, Josephs Frau Amy wäre von der Hexe berührt worden. Ah, okay, also der Joseph, Frau, wir jetzt vorher am Sterben sehen, wurde damit einfach von seinem Land, wurde ihm einfach geklaut, kann man fast schon sagen. Jetzt bist du von Neuengland. 10,08 Euro. Können wir aber nicht aufmachen. Eigens für Little Hope sind hier übrigens an die realen Salem klar, aber auch an die Andover Witch Trials hauptsächlich. Wo auch ein Kind Leute angeklagt hat. Angelehnt übrigens, für alle Geschichtsinteressierten unter euch. Nächste zu und Tür. Und hier hängen sie im Museum einfach Puppen auf. Unheimlich. Die machen mir echt Angst. Und das im Museum machen muss, naja. Amy Lambert, die erste Projekte. Als wären wir da. Amy wurde von Mädchen Mary Milton an der X-Reihe beschuldigt, die behauptete, sie hätte gesehen, wie sie auf einem Weidenzweig geflogen sei. Als ihr im Gericht mitgeteilt wurde, dass Amy von Zeugen mit dem Meilenweit entfernt gesehen wurde, antwortete Mary, ich sah, wie sie ihre Lippen bewegten, als würde sie mit jemandem sprechen. Und da erkannte ich sie als den Dämon, der Amys Gestalt zu mir geschickt wurde. Pastor Carver ließ dies in seiner Aufzeichnung als Geisterbeweis zu. Der Grab haben wir uns auch letzte Folge gesehen mit Daniel und Taylor. Hier, die waren auch schon dabei, beides ja alles abzutransportieren, wurde anscheinend dann aber nie gemacht. Darum ging es doch in dem Prozess. Leute, die mit dem Teufel im Bund sind. Marys Zeugenaussage. Und diese Mary, die alle verpetzt hat. Ich, muss Mary. Das Mädchen sein, das wir sehen. Ich, Mary Milton, bestätige die Wahrheit der Bösartigkeit, deren ich Zeugen wurde. Vor dem Tag des Sabbats hielt Frau Amy bei der Esche eine Unterredung mit dem schwarzen Samuel, einem Geist in Form eines Hundes, welcher mit der Stimme eines Mannes sprach. Dann täte sie sich darüber im Kreis und stimmte zu, dem Geist zu dienen, ihm die Kinder ins Dorf zu bringen. Danach bastelte sie eine Puppe und belegte sie mit einem Fluch, der denjenigen treffen werde, die sich entgegenstellen. Solche andere garstige Dinge habe ich gesehen. 25. Februar 1692, Simon Carver X. Das heißt, die Mary sollte da dann unterschreiben und er hat so wahrscheinlich dazu gezogen, beziehungsweise er hat das hier geschrieben, um hier halt quasi das Wort im Mund herumzudrehen. Die hier gezeigte Puppe gehört vermutlich einem Kind aus dem späten 17. Jahrhundert. Die kennen wir doch. Hey! Schau mal hier! Thank you.
Das habe ich schon mal gesehen. Wo? Auf der Straße vor dieser abgefuckten Bar. Angela und ich haben es gefunden, bevor uns diese Mary das erste Mal erschreckt hat. Interessant. Meinst du, sie hat uns hergeführt? Damit wir das hier sehen? Lass dich anschauen, Puppe. Aber Professor... Es gibt viele, viele Geschichten über Gegenstände, die von Geistern besessen sind. Klar, in Filmen. Immer mit der Ruhe, ja? Vielleicht ist der Geist von Mary an dieses Ding gebunden. Wir verbrennen es. Und dieser ganze Spuk ist vorbei. Was, wenn die Kleine jetzt richtig sauer auf uns wird, weil wir ihr Spielzeug verbrannt haben? Du hast wohl recht. Besser so, es nicht zu verbrennen. Finde ich nämlich nicht so gut, glaube ich. Für die ganzen Sachen hier. Die passieren. Illustration des Gerichtssaals. Ein Fenster. Mit einer Katze. Okay, ich glaube, das war's hier sonst. Da geht's nach draußen. Wo ist das kleine Mädchen hin? Führt uns her und verschwindet dann. Vielleicht hat sie es so geplant, uns zur Puppe zu führen. Hat geklappt. Ich weiß nicht recht. Der Akku ist fast leer. Hab doch eh keinen Empfang. Okay, jetzt wieder nur der Nebel. Ist denn was passiert, wenn wir da reinlaufen? Kommen wir wieder zurück. Hörst du das? Weiß nicht. Hab was gehört, glaub ich. Leute? Hallo? Ist da wer? Wir sollten weitergehen. Wo zur Hölle sind die nur? Da haben wir gerade Angela gehört. Haben sich wohl auch verirrt. Glaubst du, sie suchen nach uns? Vielleicht. Angela will ganz sicher nicht nach mir suchen. Da wette ich. Sie ist garstig, aber ein guter Mensch. Bist du da sicher? Ja, ich kenne sie schon lange. Länger als ihr. Sie hat eine Menge durchgemacht. Ist aber eine gute. Ja, hast wohl recht. Okay. 10 Mäuse, da ist niemand. Bleib bloß weg damit. Hey, es ist immerhin besser als nichts. Suchen wir einen Weg hinein? Meinst du einen Weg wie vorhin am Laden? Bist du ein Freizeiteinbrecher? Nö. Aber ich war es in einem früheren Leben.
Da geht's nicht durch. Belastend ist so. Was ist da? Hier war wohl schon lange keiner mehr. Oh, ja. Ich krieg einen Zehner. Von wegen. Hab die Wette nie angenommen. Na gut. Locker. Das krieg ich doch aufgehebelt. Wir können drüber streiten, wer wem den Vortritt lässt. Wir wissen beide, wie das endet. Gut. Geht klar. Was? Ruhig Blut, du Held. Lass die Gruselpuppe leben. Lustig. Komm schon mir nach. Komm, hier lang. Ach, die beiden sind jetzt im Hotel. Hotel, genau. Die sehen so echt aus. Gruselig. Museum natürlich. Was ist? Ich hab... Da war grad etwas. Wohin willst du? Sicher, dass das klug ist? Ne. Das ist nicht gut. Irgendwas mit Taylor. Wir gehen jetzt mal hier rein, gucken, das wäre ja nichts. Guck mal da. Okay. Das ist schwarz, sie läuft vor irgendwas weg. Versteckt sich dann. Es ist schwarz, das heißt, es ist negativ. Sie darf sich also nicht vor irgendwas verstecken. Was soll das bedeuten? Also gucken wir erstmal, wo sie steckt. Bist du's? Taylor? Taylor? Der Teufel hilft dir nimmermehr. Bete nun zu unserem Gott, dem Allmächtigen, auf dass er dir vergeben möge. Taylor! Alles okay? Was ist los? Komm schon! Was war das? Die Stimmen. Ich hab mich selbst gesehen. Mich selbst angestarrt. Andere Klamotten, andere Wortwahl, aber sie war ich. Tut mir leid, was passiert ist. Diese Frau, die so aussah wie ich, sie wurde wie eine Verbrecherin abgeführt. Scheiße.
Lass uns abhauen. Ja, weg hier. Nicht so gut. Da, ein Messer. Wenn das mal ein Messer war, dann ist es verdammt lange her. Nehmen wir es mit? Da, nimm du es. Warum? Selbstverteidigung. Was denn sonst? Okay, du fühlst dich sicherer damit. Klar. Bibel. Das ist auch ein anderes Buch. Was sind denn anderen beiden hier waren? Alte Bibel. Die ihrem Elemente befinden sich weit von den angeschammten Plätzen. Die gleichartigen Teile sind entrückt. Es ist möglich, dass alles wieder in die elementare Form. Verdammt. Alles wieder im Tarazug zu führen. Eine Linie entsteht durch die Verschiebung eines Punktes. Wir gehen davon aus, dass es sich hier um einen ähnlichen Hintergrund handelt. Körper, Seele und Geist. Monas Hieroglyphica, die dreifache Magie der ersten Fährte. Sigillum Dei Amat, weit weg von den angestammten Verschiebungen eines Punktes. Gut, das haben wir ja schon gesehen. So. Natürlich fallen die jetzt runter, ist ja klar. Und die Puppe ist weg. Hey, sieh mal hier. Die hier gezeigte Puppe gehörte vermutlich einem Kind aus dem späten 17. Jahrhundert. Gruselig. Hey, warte, ich hab's. Das ist bestimmt die Puppe, die das Mädchen vorhin hatte. Meinst du? Echt seltsam. Seltsam? Das ist nicht seltsam, sondern ein Albtraum. Ich will hier raus und das so schnell wie möglich. Einverstanden. Gut, dann ist auch nichts mehr zu den anderen Sachen. Dann können wir, glaube ich, auch weitergehen. Dann mal raus hier. Komm schon, da geht's lang. Oh, hallo. Durchblicken Sie die Lage langsam besser? Das Ding, was immer es ist, verfolgt Angela immer weiter. Unerbittlich. Ich hoffe, es geht ihr gut. Noch ein Instrument des Todes für die Sammlung der Gruppe. Gut gemacht. Ich kann Ihnen helfen. Mit einem kleinen Tipp. Ja, komm, übernehmen wir ihn mal. Nun dann, wie sage ich es? Wir alle haben unsere Dämonen. Sie gehören uns ganz allein. Und sie sind
oft aus Reue geboren. Ich gebe Ihnen noch ein paar weise Worte eines großen irischen Dichters mit. Ich traf ihn in Paris, glaube ich. Urteile niemals vorschnell. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Sie ist nur ein Kind. Wir sehen uns später. Sind wieder auf der Straße. Glück gehabt. Die anderen können nicht mehr weit sein. Na hoffentlich. Bisher hatten wir heute nämlich nur Pech. So, wir sind Taylor. Auf der Hauptstraße. Die Frau, die aussieht wie ich. Wirkt wie ein schlechtes Omen. Selbst die Autoren hier kriegen kein Happy End. Sieht so aus. Oh, da habe ich ein paar, zwei Dialoge übereinander gespielt, sorry. In diesem Haus lebte die vielversprechende junge Autorin Tilly Johnson, die mit ihrem Schauroman Traktat der Angeketteten 1856 berühmt wurde. Tilly wurde im Juni 1858 auf mysteriöse Weise verstorben in ihrem Haus aufgefunden. Fremdverkehrsbüro Little Hope. Die Büste von ihr haben wir ja letzte Folge entdeckt. Wenn ihr euch erinnert. Sieht aus wie Taylor. Und auch die hier ist gestorben. Da haben wir ein Foto. Daniel, der wo irgendwas aufgespürt wird. King William's War Abschlussfeier Massaker. 23. Juni 1690. Am Tag der Abschlussfeier im Jahre 1690, während die Puritaner das Examen der jungen Männer der Stadt feierten, griff eine Armee von Franzosen und Indianern an und setzte zahlreiche Behausungen in Brand. 8 Männer wurden getötet und viele Frauen und Kinder in die Sklaverei nach Arkadien verschickt. Das Schicksal der Sklaven ist nicht bekannt. Als Sklaven wurden Mary Ellen, Brett Seed, Melin Carver, das ist ein Name, den wir kennen. Milton kennen wir auch, Martha Milton, das ist die, wird wahrscheinlich die Mutter von dem Remy gewesen sein, von dem Kind. Und viele andere Familien, die wir nicht kennen, getötet wurden. Auch ein paar. Also ist hier nichts zu erkennen, okay. Was ich da gesehen habe, war heftig. Schon klar, aber... Nichts aber, diese Nacht ist ein einziger Albtraum. Seit dem Unfall... Hier ist wohl das Tourist Office. Außer uns hat sich schon lang kein Tourist mehr hierher verirrt. Warum sollte auch jemand herkommen? Dieser Ort ist eine Geisterstadt. Öffentliche Bekanntmachung, Zwangsvollstreckung, Bankbesitz, wird verboten. Ja, Touristen sind schon lange keiner mehr gewesen. Das stimmt. So, hier haben wir noch einen Viewpoint. Wo kommt das her? Weiß nicht. Hinrichtungsstätte. Eine archäologische Ausgrabung forderte hier im Jahr 1955 eine Schicht Asche und Knochenfragmente zutage.
Deshalb wird vermutet, dass hier während der Hexenswahns im Jahre 1692 Menschen gehängt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Es ist nicht bekannt, welche Beschuldigten hier hingerichtet wurden. Vom Verkehrsbüro Little Hope. Die Schaukel sieht aus wie die, die ich damals als Kind hatte. Oh nein! Komm mal hierher! Was ist? Das kann nicht sein. Ich kenne dieses Muster. Das ist meine alte Schaukel. Hier, siehst du? Hey, hey, alles gut, alles gut. Nichts ist gut! Sieh doch mal! Diese Sterne da? Die hab ich hier drauf gemalt, mit meinem Dad, als ich 10 Jahre alt war. Sicher? Und ob ich sicher bin, das ist meine Schaukel. Was macht die hier? Ich glaub dir ja. Aber was heißt das? Das heißt, diese Scheißstadt will mir irgendwas sagen. Hey, hey, schau mich an, schau mich an. Wir stehen das durch, okay? Zusammen. Das ist nicht mein Werk. So helft mir doch, ich bitte euch. Helft mir, bevor es zu spät ist. Schweig jetzt, Weib. Nur der Allmächtige kann dir vergeben. Seine Gnade allein kann dich retten. Hört mich an. Ich tat nichts Unrechtes. Diese Puppe, sie ist doch nur ein Kinderspielzeug. Nichts weiter. Ehrenwort. Du täusch dich nicht. Das Böse ist in dir. Ich muss die Verderbnis aus Little Hope tilgen. Wir haben keine Wahl. Du musst hängen. Ich bete, Herr, für die arme Seele unserer Schwester Tabitha. Sie verfiel dem Teufel. Handelt nach eurem Ermessen. Diese Frau von eben, das war ich. Das heißt, ich bin dein Esther. Ich pass auf dich auf. Versprochen. Danke. Schön, dass du hier bist. Gehen wir weiter zur Kirche und suchen die anderen. Ja, hast wohl recht. Henkersbaum, schau mal früher hier. Ich fühle mich verfolgt. Wir werden verfolgt. Hey! Verpiss dich gefälligst! Ah, verdammt nochmal! Ach du Scheiße, was ist das? Wir laufen nicht gut, rennen. Los! Schnell! Oh.
Und da wechselt er zurück. Let's go. Oh, das ist ekelhaft. Man kann sich teleportieren. Fiese Wechselstellung ist übelst cool, ist sehr hektisch. War schon mal selber vorher beim ersten Mal. Sehr gut, es hat geklappt. Hörst du das? Ist das Taylor? Taylor! Taylor, bist du das? Schnell zur Kirche! Lauf! Hey! Gott, das wird... Was heißt diese Biester? Sind uns her! Los, Alter! Komm schon, schneller! Hey! Lauf! Los, hier rein! Verdammt, was machst du da? Beeilung! Los, hier rein! Hey! Wo ist Angela? Sie hat's nicht geschafft. Wir konnten nichts tun. Machst du Witze? Nein, und wenn wir hier alle nur herumstehen, erwischt es uns auch. Fuck. Versperrt alle Eingänge, die ihr finden könnt. Mist! Wir brauchen eine Barrikade! Hey! Warum ist dieser alte Kerl immer noch da draußen? Er scheint uns zu folgen. Was immer er vorhat, wir dürfen ihm nicht hören. Ich weiß, dass du da bist. Was in Gottes Namen hat er vor? Sein Gebrüll wird das Biest zu uns locken. Er kapiert nicht, in welcher Gefahr wir sind. Was zur Hölle ist da drin los? Du musst von hier verschwinden. Geh, bevor es zu spät ist. Hau ab, verdammt! Vorher will ich dir ins Gesicht sehen. Jetzt lass mich rein. Er könnte uns helfen. Das ist eine echt schlechte Idee. Was ist hier eigentlich los? Etwas hat uns verfolgt. Es war wie in einem Albtraum oder Horrorfilm. Was zur Hölle redest du da? Hast du eine Kopfverletzung? Bitte hilf uns. Wir sitzen echt in der Scheiße, Mann. Ich glaube, ich komme hier nie mehr weg. Geht mir genauso. Ich hole Hilfe. Zeitverschwendung. Dieses Biest da draußen. Es spielt mit uns. Was sind die Dinger? Und warum zur Hölle jagen sie uns? Wenn ich das wüsste, dann könnten wir sie vielleicht stoppen. Professor? Andrew! Scheiße. Das war's. Der Pastor, Priester, was auch immer, hat meinen Doppelgänger angeklagt. Klang gar nicht gut. Noch ein Prozess? Diesmal nicht. Aber sie waren auf dem besten Weg. Und das Kind? Mary? Ja. Die war auch da.
Sind wir hier sicher? Gibt es andere Eingänge? Hab nicht nachgesehen, tut mir leid. Dieses Ding ist noch da. Da drüben! Wir müssen ihr folgen. Wer sie auch ist, sie hat mit all dem zu tun, was hier passiert ist. Und falls ja, was dann? Wenn wir sie stoppen, könnte das unsere Pendants vor Schlimmeren bewahren. Okay. Bewacht die Tür, falls das Ding zurückkommt. Kleine? Bist du da? Diese Worte schmerzen mich, doch deine Bestrafung wird erfolgen. Für unser Heil und Schutz. Verschont ihn, ich bitte euch. So schwer es ist, Kind. Eines Tages wirst du es verstehen und mir danken. Geh fort von hier, Mary. Dein Flehen ist vergebens. Du sollst nicht Zeugin meiner Qualen werden. Wer soll mein Hüter sein, wenn du fort bist? Judge Wyman erwählte Abraham. Er wird dein Hüter sein. Eine Entscheidung, die nicht jeder hier gutheißt. Der jüngste Tag wird kommen über alle. Sprich dein Gebet. Nein! Nein! Sieh, Kind! Sieh, wen ich verschonen sollte! Sieh, er ist nicht mehr von dieser Welt! Verlorene Seele, der Teufel verleiht dir diese Kraft! Genau hier. Ich hab ihn gehalten. Ich war dabei. Konnte nichts tun. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Mich hat es auch fertig gemacht. Hexenprozesse? Was stimmt nicht mit denen? Sie hätten ihn nicht töten müssen. Tut mir leid, das ist so kaputt. Das Muster ist klar. Angela wird nach der Hinrichtung ihres Pendants getötet. Und jetzt hätte es Taylor gerade fast erwischt. Zuerst stirbt dein Pendant. Und dann du. Wie ungemein tröstlich. Vielen Dank auch. Ist es nicht besser zu wissen, was passiert? Los! Kann fliegen. Sieh, es fliegt. Es ist da draußen. Was machen wir denn jetzt? Leise. Da draußen. Hört. Es ist draußen. Noch.
Was, wenn es beschließt, hier reinzukommen? Vielleicht sind wir hier in der Kirche sicherer. Warum? Das ist geweihter Boden. Eine Kirche, das mögen Monster nicht. Ach so? Also haben wir es jetzt mit Vampiren zu tun? Immerhin ist das hier ein festes Gebäude. Er hat recht. Drin sind wir sicherer. Wir bleiben hier. Ich schätze, hier zu bleiben macht schon Sinn, oder? Denkst du, das ist am besten? Wir haben keine andere Wahl. Wir bleiben. Okay. Vielleicht stimmt's. Vielleicht haut es irgendwann ab. Es gibt keinen anderen Weg. Ist noch ein Bild. Schauen wir uns noch an, bevor ich die Folge beende. Ja, und damit habe ich alle weiß gerade Bilder. Meinen Runs, den zwei Achievements, nicht wundern. Okay, Daniel und Andrew, wie sie irgendeine Gittertür absperren. Und es ist ein weißes Bild. Also was Positives. Okay, das öffne ich jetzt mal noch nicht. Dieser Ort ist ein Hafen für Doppelgänger. Dieser Pastor sieht genauso aus wie der Prediger. Stimmt. Die sehen gleich aus. Gut, Leute. Was damit auf hat, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.